Ja, die Symptome, die die Röschenflechte am wahrscheinlichsten machen, ziehen sich eigentlich über die ganze Fallsequenz durch. Schon zu Beginn, was sehr typisch ist, bekommt die Patientin einen größeren roten Fleck, das sogenannte Mutterplak, so nennt man das. Typischerweise ist die am Rumpf. Sie hat es auch unter der Schulter und in relativ rascher Abfolge danach dann viele kleine rote Flecken. Bei Ausschlägen ist immer die Morphologie, also die Anordnung, sehr wichtig und oft vorentscheidend, wenn man eine Diagnose stellen kann, aufgrund des Anblicks eines Patienten, was ja nicht natürlich immer der Fall ist. In der dritten Szene kommt es dann dazu, und das wird dann auch ganz am Ende, wo sie sagt, auf die Uni kann ich noch gehen, noch einmal bestätigt, dass das Gesicht, die Hände und die Füße ausgesperrt bleiben. Das ist ganz typisch für die Röschenflechte, nahezu diagnostisch. Es gibt fast keine Ausschläge, für die das gilt. Das ist eigentlich der Grund, warum ich diese Diagnose als die deutlich wahrscheinlichste ansehe. Als Nebendiagnosen, als mögliche andere Diagnosen habe ich mir aufgeschrieben die Schuppenflechte. Die Schuppenflechte könnte durchaus auch in Erwägung kommen, weil die Rede ist von einem fieberhaften Zustandsbild, dass die Patientin da hat. Leichtes Fieber ist übrigens auch bei der Röschenflechte manches Mal dabei, dazu komme ich noch am Ende. Und eine fieberhafte Erkrankung kann einen Schub einer Schuppenflechte, einer Psoriasis auslösen. Allerdings gibt es da zwei Unterschiede zur Röschenflechte, zwei markante Unterschiede. Erstens, die Anordnung ist bei der Röschenflechte am Rücken und auf der Brust, wenn man ein Glück hat, ja, so in etwa christbaumartig. Das ist ganz typisch, das folgt Hautlinien, wohingegen bei der Schuppenflechte die Efloreszenzen, sagt man nicht auf Lateinisch, also die roten Flecken vollkommen wahllos verstreut sind auf der Haut. Außerdem ist die Schuppung eine andere, insofern, weil diese erste große Plaque, von der ich erzählt habe, oft am Rand eine sogenannte Schuppenkrause hat. Die anderen Flecken dann aber in der Regel gar nicht mehr geschuppt sind bei der Röschenflechte, wohingegen bei einer typischen Psoriasis, bei der typischen muss man sagen, die Psoriasisflecken stark schuppen. Ja, das wäre der Unterschied. Es kommen auch noch, das habe ich auch ein bisschen bewusst eingebaut, es kommen auch noch andere Faktoren hinein, die die Schuppenflechte denkbar erscheinen lassen. Gelenkschmerzen, woher auch immer, treten auf, die können bei Schuppenflechte dabei sein, das ist wahr. Und von einem Nagelbefall, der auch häufig ist, ist zum Beispiel keine Rede. Und hier muss ich eben wieder sagen, was die Diagnose Röschenflechte wahrscheinlicher macht, ist einfach die typische Morphologie. Und noch ein Umstand, auf den werde ich dann auch am Schluss noch eingehen, dass nämlich auch der Partner der Patientin ebenfalls fast zeitgleich erkrankt ist, nicht? Also ein gewisses Ansteckungsmoment möglicherweise vorliegen könnte, was bei einer Schuppenflechte garantiert nicht der Fall ist. Dann haben wir als mögliche Lösungen Ausschläge bei Kinderkrankheiten. Das ist natürlich ein Thema für sich, weil Kinderkrankheiten aufgrund der Durchimpfungsrate heutzutage die typischen Ausschläge, ja, den Laien, da müssen oft die Großmütter gefragt werden oder so, und auch vielen Ärzten gar nicht mehr so bekannt sind in letzter Zeit, weil halt auch die Durchimpfungsrate zurückgeht, tritt das wieder ein bisschen in den Vordergrund. Ist auch hier in dieser Videosequenz so, ne, dass einige Leute nicht, zum Beispiel nicht Masern geimpft sind. Und das Thema Masern hat ja immer wieder auch beschäftigt in der Vergangenheit. Da gibt es ja ganz lustige Dinge, nicht? Wenn Leute mit irgendeinem Ausschlag kommen und sagen, Gottes Willen, sie haben Masern, schaut in Wirklichkeit ganz anders aus. Was käme denn in Frage? Röteln, Masern,
Das sind so im Wesentlichen die häufigen typischen Kinderkrankheiten, die auftreten können, auch beim Erwachsenen, wenn der Impfstatus aus irgendeinem Grund nicht vollständig ist. Die Röteln kommen überhaupt nicht in Betracht. Das ist eine Aussaat von ganz kleinen, winzig kleinen roten Flecken, verbunden mit Lymphknotenschwellungen, und das ist einfach ein ganz klassisches Krankheitsbild, das würde ganz anders ausschauen. Und auch die Masern kommen nicht in Betracht, deshalb, weil bei den Masern eigentlich regelmäßig ein Schnupfen, Halsschmerzen, Atemwegssymptome am Anfang stehen, Fieber, ja, und der Ausschlag, der auch anders ausschaut als der bei der Röschenflechte, darauf erst folgt. Typisch für die Masern übrigens, ganz typisch, vielleicht auch etwas, was man sich merken kann, auch als Laie, die sogenannten Koplikflecken, das sind weiße Flecken an der Innenseite der Wangenschleimhaut, und die werden hier auch nicht beschrieben. Es gibt dann natürlich noch eine Fülle von anderen Viruserkrankungen, die teilweise gar keinen Namen haben, weil es so viele Viren gibt, die Ausschläge auslösen können, gemeinsam mit einem fieberhaften Zustandsbild. Da ist es meistens so, dass man entweder sieht, dass vom Stamm in die Peripherie rote Flecken streuen, oder umgekehrt von oben nach unten, von unten nach oben. Es gibt irgendeine Gesetzmäßigkeit, also das kommt ja auch nicht in Betracht. Dann habe ich untypische Viruserkrankungen aufgeschrieben. Was meine ich damit? Also die Differentialdiagnose ist ja angeboten. Was meine ich damit? Das sind zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, vielleicht bekannt als pfeifische Drüsenfieber, Zytomegalie und auch HIV. Im Frühstadium können hier Ausschläge auftreten, die vielleicht auch ein bisschen ähnlich ausschauen, aber sonst spricht einfach nichts dafür. Nächste Differentialdiagnose ist eine, die man wahrscheinlich beim Googlen relativ häufig herausbekommt, weil das Googlen die Wahrscheinlichkeiten der Diagnosen eben nicht differenzieren kann. Das ist der Morbus Reiter. Ein paar Worte zum Morbus Reiter: Nach einem Durchfall oder nach einer Harnröhrenentzündung tritt dieser auf, hat Gelenkschmerzen, die kommen vor, und hat einen Ausschlag, der kommt vor. Allerdings ist der Ausschlag typischerweise dort, wo bei der Röschenflechte keiner ist, also an den Händen und an den Füßen gibt es auch Ausnahmen. Im Genitalbereich gibt es auch Ausschläge, bei diesem Morbus Reiter wird hier nicht beschrieben, Augensymptome sind oft dabei, also in der Summe auch unwahrscheinlich. Die Nesselsucht, die Urtikaria, kommt schon gleich gar nicht in Frage, die Flecken schauen ganz anders aus, als wenn in die Brennnesseln geraten wäre, und jucken immens und wandern herum, damit kann man eigentlich das schnell abhandeln. Und ein Arzneiausschlag, ja, der kann alle möglichen Formen annehmen, aber im Wesentlichen gibt es zwei. Entweder kommt an einer Stelle immer wieder der gleiche Fleck, oder der ganze Körper ist übersät mit kleinen Flecken, und auch sonst spricht für den Arzneiausschlag eigentlich nichts, es wurde nichts eingenommen, und deswegen ist auch diese Differentialdiagnose meiner Meinung nach eigentlich sehr unwahrscheinlich. Und schlussendlich eine Differentialdiagnose, die auch nicht sehr wahrscheinlich ist, ein numuläres Ekzem. Was ist das? Numulär, Hauterkrankungen beschreibt man meistens nach der Morphologie der einzelnen Flecken, nicht? Numulär, das sind so etwa münzgroße, über das gesamte, meistens nicht, meistens über den gesamten Körper ausgestreute rote Flecken. Und so ein Ekzem kann entweder auftreten im Rahmen eines allergischen Geschehens oder auch wenn eine allergische Ekzeme nicht, und toxisch irritative Ekzeme, wenn jemand einem Schadstoff ausgesetzt ist, aber weder hat die Patientin eine Ekzem-Vorgeschichte, das findet man meistens, noch irgendeinen nachvollziehbaren Auslöser, und wiederum spricht auch das Bild des Ausschlags dagegen, also ist auch diese Diagnose sicher in Hand zu reihen. Die Röschenflechte ist ein bisschen ein Schreckgespenst insofern, weil relativ viele Leute in Verwirrung und ein bisschen in Angst geraten, sie könnten unter Umständen eine ansteckende, weil so oft das Bild relativ imposant ist, nicht? Das Ausschlagsbild, eine ansteckende Hautkrankheit haben und deshalb dann zum Arzt gehen oder im Internet nachschauen.
ist auch interessanterweise gar nicht so bekannt, kommt mir vor, in der Ärzteschaft. Also ich habe schon erlebt, dass Patienten mit der Diagnose gekommen sind. Die haben sie selbst offenbar im Internet herausgesucht. Eine Kausaltherapie gibt es nicht. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine virusbedingte Erkrankung. Das humane Herpesvirus 6 hat man gefunden bei den betroffenen Personen, die leicht ansteckend ist. Deswegen auch der Partner, also im gemeinsamen Haushalt kommt das öfter vor, leicht ansteckend betone, also bei weitem nicht so stark wie zum Beispiel Masern und Ähnliches. Und man kann im Grunde genommen nur die Leute beruhigen und sagen, Bestandsdauer 4 bis 6 Wochen, und dann wird der Ausschlag vollkommen von selbst verschwinden. Weitere medizinische Maßnahmen außer Pflegecreme oder so, aber jucken tut es meistens auch nicht sehr, gibt es nicht.